Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier vom Arsch, auf diesem Arsch. Ich werde mal gucken im globalen Markt, ob wir was kaufen können. Hab schon getan. Gut. Jedenfalls, jetzt haben wir noch Stroh im Lager. Unser Fahrer kommt gleich wieder, da fährt er schon. Und ich werde mir jetzt einen LKW suchen mit Verkauf von Pellets beschäftigen. Was mir so gerade so einfällt. Wo der jetzt sich rumtreibt, ja, nach einer Woche. Keine Ahnung. Den muss man selber gucken. Da ist der Viehanhänger. Tiere haben noch Futter, sie haben erst Mittagszeit. Also müssen wir irgendwo mal schauen, wo unser schöner. Ich glaube, ich halte mal durch. Zwar viele Fahrzeuge, die wir überhaupt nicht gebrauchen können, aber gut. Aber ich glaube, länger würde ich mit Laufen und Suchen machen. Gut, Kühe, ne? Auch gut. Hier ist unser Strohfahrer. Ich habe Holz gefahren, was ich weiß. Holz gefahren habe ich. Da ist ein LKW mit Milch, ne? Ja, mit Milch. Milch hatten wir auch gefahren. Stimmt. Aber nicht mit einem LKW, sondern mit einem. Da ist der André, ja genau. Den fahren wir zurück zum Hof. Holz wird nun produziert. Wir fahren mal kurz ran, gucken, was produziert wird. Paletten brauche ich vorwiegend. Das ist mein erstes Ziel. Und wenn dann alles genug da ist, das Lager voll ist, dann können wir uns auf andere Sachen spezialisieren. Also Holz reichlich. Wenn noch was vorhanden ist auf dem Lager, also rumliegt, kann sein. Aber das wird man nebensächlich. Leerpaletten, das kann noch ein bisschen mehr werden. Mal kurz schauen. Das ist aus, aktiv, gut. Also wenn der voll ist, dann können wir sagen, okay, reicht. Wir werden mal sehen, dass wir uns den zurückfahren. Und dann den anderen Anhänger holen und dann gleich mal ein paar Sachen verkaufen. Hier. Pellets, Heizstoff hier und Milchprodukte, ne? Wenn wir den LKW sehen mit Milch, dann können wir den auch gleich mal aktivieren. Mal gucken, wo der ist. Ach ja, hier hat er was probiert. Outload. Genau, da können wir gleich mal einen nehmen. Ich habe die, glaube ich, mal kurz gelöscht und dann wieder raufgebracht. Und musste dann feststellen, oh, Hänger war weg. Verkehrt gelöscht gehabt. Jetzt habe ich noch einen zweiten dazu genommen. Bei einer anderen Marke. Ob da Probleme gibt, das muss man sehen. Ich hoffe es nicht. So, da sind wir. Dann fahren wir jetzt mal erstmal zur Pelletsfabrik. Das ist immer wichtiger. Milch, wo habe ich den überhaupt? Muss ich mal schauen. Nehmen wir mal den blauen. Ich will den mal testen. Ob das so funktioniert, wie das funktionieren könnte, ne, oder soll. Den habe ich jetzt auch in Thüringen auch, den blauen, also ähnlich jedenfalls. Den müsste ich mal waschen. Schauen wir mal. Dann fahren wir jetzt zur Pelletsfabrik, ob der das entsprechend aufladen kann. Ne? Das ist der entscheidende Punkt. Und zwar brauchen wir dann mindestens ja, ein paar Ladungen verkaufen. Ne? Für heute mal eine Folge Paletten verkaufen für unser Heizkraftwerk wahrscheinlich. Da muss ich mal sehen, wer am besten zahlt. Ne? So eine Arbeiten können wir leider nicht mit Outright machen. Also verkaufen direkt, weil Paletten und so, das nimmt er so nicht auf. So, wir gucken mal, Strohpalettes haben wir jetzt drin. Oh,
Ja, 72.000, ne? So. Noch weit nicht voll. Naja. Ich wollte raus am Menü. Da stehen sie. Der LKW im Weg, ne? Das sind jetzt 5. Geht auch nicht so wie soll. Aber erstaunlicherweise, wenn man ein Spiel laden würde, dann wäre das festgebunden. Normalerweise. 40 passen drauf. Und wir passen auch nicht drauf, ne? So. Weitere. So. Alles abgeladen, wa? Puh. Das ist schon ein Hammer. Ja, wenn wir eine Fuhre machen können. Naja, fast zwei. So, das sind jetzt 40. Okay. Schauen wir kurz rein. Im Menü. Und wer am besten zahlt, ne? Das sind Strohpellets. Ist nicht. Stroh. Hier ist er bereit, ne? Das können wir lange nicht herstellen. Strohpellets. Da zahlt aktuell das Bahnhof. Ja, ist ja um die Ecke gleich. Dann fahren wir zum Bahnhof, ne? Hier haben wir keine Folie. Doch, wir haben. Oh. Coca-Cola haben wir. Oh je. Oh. Also was Neues, ne? Da auch? Nö. Ja, ich wäre gerne Werbepartner für Coca-Cola. Träumen beide. Also Werbung ist gratis, ne? Also wenn das Werbung sein sollte, ne? Ich wäre für zu haben, ne? Also für Cola würde ich gerne Werbung. Obwohl nicht gesund ist, aber würde ich machen. Mal sehen, ob wir das so hinkriegen, dass wir drüber fahren können und verkaufen können. Mal schauen. So. Nee. Oder so. Macht ja nicht so. Dann müssen wir hinten abladen, dann müssen wir gehen. Oh, da doch. Ich bin doch was verkauft. So, mal gucken mal. Zeigt ja nichts an, ne? Dann fahren wir rüber. Er verkauft teilweise. Ist mir zu wenig. Ein Wunder ist geschehen. Es fällt runter. Die ersten beiden werden nicht verkauft. Aber jetzt. So, dann können wir gleich zur Molkerei fahren und da auch verkaufen. Die Aufnahme läuft. Keine Probleme. Hinten natürlich nicht, ne? Ja. Da hängen wir zu lang. Für den Verkaufspunkt. Aber das macht nichts. Wird nicht so schlimm. Ich hoffe, ihr hört die Klimaanlage nicht. Das könnte ein bisschen laut sein.
So, ich hatte gemerkt bei der Marsch, bei den Türen, dass ich ein bisschen zu laut war. Da reduzieren wir ein bisschen, ne? Die Paletten. Die Schal 1000, ja, ein bisschen fehlt noch. Von daher locker 200.000 verdient. Aber die verheizen alles, sogar Paletten. Das macht nichts. Ja, draußen ist warm, ne? Aktuell bei mir sind es wieder 34 Grad. Bin ich nicht erfreut drüber, aber kann man nicht machen. Aber zurzeit vermeide ich rauszugehen. Heute Abend, mal sehen, ein bisschen, wenn ich Lust habe. Und wenn nicht, dann geht's auch, ne? Eiert. Also ich eier ein bisschen, ne? So, jetzt wollen wir hier mal gucken, was wir hier alles Schönes haben. Wir haben ja Milch, ne? So eine schöne Halle. So, hier werden knapp, aber was haben wir hier Schönes? Papier, Vollmilch. Alles aktiv. Wir kriegen ja ungefähr 40 Butter. Das sind jetzt 32. Das ist schon alles voll. Butter, 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 Butter. Wer will das überhaupt haben? Ist auch mächtig knapp berechnet hier. Da. So eine alte Halle, ne? Moderne Fahrzeuge nicht angepasst. Soll vorkommen, ne? Da fahre ich vorne in die Tür rein, ne? Schon wieder. Nur ein bisschen dichter rangehen. Muss man eigentlich einen Kühllaster haben normalerweise. Aber hat das schon normal, ne? So, wenn ich richtig zähle, brauchen wir noch 8 Stück. Dann haben wir die Ladung voll. 8-mal Sahne bitte, ja. So. Erzeugen ist gut. Das wären 8 Stück. Gut, voll. Wer braucht denn jetzt die ganze Milch? Nee. Muss ja irgendeiner haben wollen. Was wir alles haben. Milch. Aldi. Der Aldi will Milch haben. Sahne haben wir auch noch. Und auch Aldi. Ich meine, ich werde jetzt nicht wegen Wissen werde ich nicht jetzt umstellen, ne? Sondern bringen wir alles im Aldi hin. Alles um Aldi. Und dann muss ich nicht mal sehen, dass wir den anderen Fahrzeug in Gang kriegen mit der ganzen Milchlieferei. Wir fahren zum Aldi. Der Aldi ist da hinten rechts. Da hinten ist Aldi. Fahren wir die Straße hier lang, ne? Oder?
Alter, ja. Ups. Komm nicht ab vom rechten Weg. Das ist ungünstig. Ja, der BGH, die Silage habe ich entsorgt, in Anführungszeichen. Mehr oder weniger ohne Absicht. Mein Häckselgut hat er mir gelassen, aber das in der Wand war, aber die Silage hat er mir nicht gelassen. Na gut, das ist eine Erfahrung. Also wer die Silos verkauft, muss man rechnen, dass die Silage auch weg ist, ne? Ah, hier ist mein neuer Weizen. Unfall. Die ganze Joghurt ausgelaufen. Oh. Dann noch umgefallen, ne? Naja, so ist das. War zu schnell gefahren. Gut, dass hier nichts ausgelaufen ist. Die schöne Butter. Bestimmt ein Schaden von 200.000. Wenn das liegen bleiben würde. Ein bisschen Regen wäre gut. Ich sehe gerade hier Trockenschäden hier. So. War der erste Schwung. Den Rest wollen wir mit ein paar Hand ranheben, ne? Was machen wir Schäden hier? Die schöne Butter. Vollmilch, frische Vollmilch. Naja, da war nichts hin, ne? Komm doch nicht rein. Ach, stimmt hier mit starker Bauer. Machen wir zu. So, da hinten ist das. Muss ich mal schauen, ne? Fahren wir geradeaus. Über den ja, Feldweg kann man sagen, ne? Oder so ähnlich. Wir müssen aber bei den Schweinen vorbei. Mal kurz guten Tag sagen den Schweinen, ne? Tag Schwein 1, 2, 3. Mal da. Glaub schon. Ist der etwa instabil, der Anhänger? Wäre nicht so gut. So, können wir Gas geben, ne? Geradeaus können wir Gas geben. Ja, liebe Schauer, das soll es dann auch schon heute für heute gewesen sein. Ich bin nicht überschlagen, ne? Dann sag mal tschüss und ciao, ciao und schönen Dank fürs Reinschauen. Und schönen Tag noch und morgen geht's weiter hier. Dann Loch am Deich. Hier auf der Marsch, ne? Bis dann und tschüss. Ciao.